Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 5. Ah, ist resistent dadurch. Dadurch sind sie schwach, okay. Nicht umbringen, aber. Okay, gut. Oh, das ist eigentlich schon. Wenn das so ist, dann gebe ich dir meine Erfahrung, der an dir steht. Now's the time to retreat. Okay. Aber wie steigere ich denn bitte die TP? Nein, die SP. Weil Morgana hat gar fast gar keine mehr. Aber die hat auch echt. Ein Zauber, wofür alle gut ist. Es ist, im Ernst, noch mehr Gitterstäbe. Aber ich sehe keinen Weg, sie zu öffnen. Sehen wir uns um, Joker. Ja, doch, ich sehe doch welche hier. Und das hier ist auch der richtige. Das kennen wir doch bereits. Hä? Das war's nicht? Ach, weil es hier noch einen gibt. Es sind wirklich viele Gitterstäbe für einen Raum, der scheinbar ein Speisesaal sein soll. Das sieht ganz so aus. Laut der Karte sollte. Hinter diesen Stäben sollte ein Weg sein. Scheinbar machen die uns das Leben schon wieder schwerer. Ach, das wird schon. Bringen wir es einfach hinter uns. Der hier leuchtet, ne? Damit sollte es auch aufgehen. Ja. Ach, aber das geht. Nein, es geht zu! Und da war vor allem eine Schatzkiste. Nein. Immer. Warte mal, kriegen wir das nicht hier so wieder auf? Und dann können wir. Nein, können wir nicht. Was ist, wenn ich es nochmal aktiviere? Kommt dann jetzt Gegner oder. Macht es einfach nur das gerade rückgängig wieder. Es macht's nur rückgängig, Gott sei Dank. Okay. Warte mal, die sind ja auch Gitter. Ach Gott. Ist doch nicht so einfach. Dann wurde direkt das hier aktiviert, so wie ich das gerade verstehe. Aber was passiert dann? Das geht. Das hier geht auf. Ach so. Und dann hat man das hier aktiviert. Einfach nur, um die Dinger wieder zu verschließen. Jetzt habe ich es gerade auch verstanden. Aber so kommen wir in den Schatzraum, oder? Nein. Ah, aber okay, es ist aufgegangen. Gruselausrüstung. Das Ding ist ekelerregend. Lass es irgendwo reinigen. Ich habe mal einen Schatten damit gesehen. Wenn wir gut handeln, könnten wir Glück haben. Moment, gibt es da nicht einen Waschsalon bei LeBlanc? Ja, okay. Ein Waschsalon. Focus. Ach, da kommen wir jetzt nicht mal rein. Und jetzt?
Hallo? Was machen wir jetzt? Ach nee, warte, man hat das hier aktiviert. Öffnen sich damit alle? Das wäre erledigt, gleich zum Weitergehen. Öffnet sich alles? Scheint so. Müssen wir aufpassen, weil da vorne ist nämlich ein Gegner. Und das ist einer, wo... Ach, schon wieder Kate. Nochmal eine Schatzkiste. Seelentropfen. Das ist was? Warte mal. Steht 10S. Das ist gut. Das ist richtig gut. Sowas brauchen wir öfters. Also gerade das Problem, was wir haben bei Morgana. Aber es gibt keinen Zauber für sowas, oder? Oh, ich habe gar nicht geguckt, ob es ein starker ist oder nicht. Oh Gott, sei Dank. Das ist jetzt ein stark. Das sollte nicht so stark sein. Das hier war gut, ne? Blitz, ja. Okay. Dann gehen wir mal über ihn, weil er hat es ja auch. Dann verhandeln wir diesmal nochmal. Das wird eine Weile dauern. Dann, ich glaube, hier in Ordnung. Das ist eine sehr nüchterne und nicht zeigende Antwort. Und ich denke, so können wir... Oh, tut mir leid, jetzt erinnere ich mich. Mein wahrer Name ist Silky. Fortan bin ich du. Okay. Your power is incredible, Joker. Ich weiß. Alright. Das sieht nach einer versperrten Tür aus, wollte ich gerade sagen. Was geht nicht auf? Moment, ich spüre einen leichten Luftzug von irgendwo. Gibt es einen anderen Durchgang? Ja, komm mal hier hoch, kann man zum Beispiel. Da hinten. Hochzugucken, trete ich. Oh, ich guck ja gar nicht. Deine Schatzkiste holen wir uns, was drin ist. Und da steht eine Wache. Schon okay. Hey Joker, meinst du, wir können sie von hier aus überfallen? Es funktioniert genauso wie beim Verstecken und Überfallen. Der Gegner, probier es mal. Ich kann gar nicht nachkommen, dass ein starker ist. Oder nicht. Hä, wie wir haben mit Joker so wenig SP? Hä? Wie ist denn das passiert? Ach, den kann man gar nicht besiegen.
um sein Leben betteln. Wenn ein Gegner in einer Notlage ist, will er manchmal einen Handel eingehen. Dann kannst du mit ihm verhandeln und vielleicht eine Person erhalten. Die Persönlichkeiten von Schatten bestimmen, wie wahrscheinlich es ist, dass sie betteln. Bei ängstlichen Schatten ist die Wahrscheinlichkeit höher. Reizbare Schatten betteln nie. Danke dir, yo, mein Herz brannte kurz. Jetzt erinnere ich mich. Ich bin Jack-O-Lantern. Und ich bin du und du bist ich. Mir war nicht klar, dass selbst Schatten um ihr Leben betteln. Das hat mich überrascht. Auch Schatten haben Emotionen. Natürlich haben sie Angst, wenn du sie so in eine Ecke drängst. Es könnte sich lohnen, absichtlich solche Situationen herbeizuführen, damit sie um ihr Leben betteln. Jeder Schatten scheint eine andere Persönlichkeit zu haben. Das können wir bei Verhandlungen ausnutzen. Ich versuche dir zu sagen, welche Antworten ein Schatten abhängig von seiner Persönlichkeit hören will. Schattenpersönlichkeiten. Die Persönlichkeiten von gegnerischen Schatten bestimmen, was für Antworten sie gern hören. Um bei Verhandlungen Erfolg zu haben, musst du die Persönlichkeiten berücksichtigen. Optimistische Schatten mögen witzige Antworten, aber keine ernsten oder vagen. Ängstliche Schatten mögen freundliche Antworten, aber keine vagen oder witzigen. Reizbare Schatten mögen ernste Antworten, aber keine vagen oder freundlichen. Trübsinnige Schatten mögen vage Antworten, aber keine ernsten oder witzigen. Welche Persönlichkeit ein Schatten hat, erfährst du durch Aufrufen der Hold-up-Anzeige oder der Analyse-Anzeige. Riesenring. Das Zubehör scheint eine besondere Kraft zu besitzen, das kann sicher noch nützlich sein. Bestimmte Zubehör ermöglicht Skills. Rüstet ein Gruppenmitglied es aus, kann es diesen Skill nutzen. Für die Details eines Zubehörs wähle Ausrüsten im Menü Dreieck und drücke R2. Mann, die sieht echt ramponiert aus. I don't think we're going any further this way. Should we check somewhere else? Wait, look up there. What about it? Are we throwing a rope over that and climbing it? Phantom thieves do things a bit more stylishly than that. And I know just what'll do the trick. Seems like it fits properly. That's just a little something I've been working on in secret. The grappling hook lets you zip to hard-to-reach locations in a flash. You'll see what I'm talking about when you test it out. Go ahead, give it. Enterhaken. Okay. Ich wette, das wird schon, wenn wir jetzt klug anstellen, Joker. Ein Versuch ist es wert. Den Enterhaken benutzen. Mit dem Enterhaken gelangst du in Palästen an bestimmte Orte, an denen du versteckte Wege oder Schatzkissen findest. Wenn du dich in einem Punkt näherst, an dem du den Enterhaken einsetzen kannst, leuchtet deine linke Hand blau. Wenn sie blinkt, kannst du ihn einsetzen. Dein drittes Auge hilft dir, Ziele für den Enterhaken zu finden. Halte auch schon nach guten Gelegenheiten. I can feel it. Man, oh man, this is amazing! This is amazing! Nice going. Ach, die kommen auch mit, okay. Joker, there's a chest. Wo ist sie schon wieder? I have something. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Achso, das muss passieren. Hey. Ja, dieser Typ sieht übel aus. Ja, er sieht ziemlich stark aus. Nicht nur, dass er scheint, seine Umgebung auch aufmerksamer zu beobachten, seien wir vorsichtig. Hey, geh weg.
I'm getting some bad vibes from this guy. Watch out, Joker. A safe room might be close by, Joker. Ah, nice! We can use this as a safe room. So, wir können direkt hierher zurückkommen, wenn wir wollen. Wie sieht der Plan aus, Joker? Worüber willst du reden? Verdammt, ich habe mich zu sehr erschöpft. Manche Gruppenmitglieder werden müde. Denk daran, auf sie zu achten, Joker. Gibt's sonst noch was zu besprechen? Hier knubbeln sich die Gegner echt ganz schön. Imona, wie weit sind wir jetzt drin? Ich glaube, wir sind noch nicht ganz am Anfang. Ich kann den Schatz hier nirgendwo spüren. Wir haben wohl noch einen weiten Weg vor uns. Geht sonst noch was zu besprechen? Ich bin froh, dass du vorbereitet bist, Joker. Gut, ruhen wir uns aus. Das hat definitiv geholfen. Okay, let's move on. I can see it. There's a strong shadow ahead. We should be careful. Show me your true form. All right, the first move is off. Don't rush it. Okay. They were nothing. Somewhere. Show me your true form. All right. The first move is off. Lass uns reden, ich kann meine Kraft ja nicht irgendeinem Fremden geben. Bist du nicht zu alt, um dich zu verkleiden? Was soll denn die Maske bitte? Die ist ja echt oberpeinlich. Das ist einfach so krass. Willst du mich vielleicht zu einer Reaktion provozieren oder so? Übrigens würdest du diese Maske abnehmen, wenn wir reden? Ganz schön unhöflich. Sind uns also Now's the time to retreat. Scheiße. Okay. Yeah!
Er hat ein Level abbekommen, obwohl er nur geschlafen hat, die Runde. Was ist das? Erweckt das Buch seine Neugier, Joker? Nehmen wir es mit, nur für alle Fälle. Das Muskelbuch. Das Muskelbuch. Sieht aus wie eine Bibel zu Bodybuilding-Techniken. Was ist ein seltsamer Happen? Das klingt okay. Nicht gut. Nein. Ach nee, das war gut. Das kann man in so Schutzräumen benutzen, wa? Kurz, weil ich werde jetzt nur speichern. Und die Folge beendet. Dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Persona 5 und ciao.